Ja, liebe Freundinnen von Ildiko von Kürti, ein paar Freunde sind vielleicht auch dabei. Was ist ein Mikroabenteuer? Das werde ich unglaublich oft gefragt und ich antworte meist darauf, ein Mikroabenteuer ist ein Abenteuer in allererster Linie. Es kommt beim Abenteuer gar nicht so sehr darauf an, ob es klein oder groß ist und vor allen Dingen nicht, wie weit weg es von zu Hause spielt. Ja, also ein Abenteuer ist vor allen Dingen das, was ein Abenteuer charakterisiert und das ist einmal dieses Gehen der neuen Wege, das Raus aus den gewohnten Mustern und aber auch die Ungewissheit. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Viele sagen immer, ich möchte gerne ein Abenteuer erleben, wollen aber auch wissen, wie es abläuft, wollen genau eine Garantie haben, dass nichts passiert. Wir sollten uns natürlich nicht blindlings in ein Risiko stürzen, was möglicherweise unser Leben gefährdet oder ähnliches. Aber es macht durchaus Sinn, ein bisschen was zu wagen, denn da liegt unglaubliches Potenzial zum Wachsen und sich persönlich weiterzuentwickeln. Und das ist das, was ein Abenteuer ausmacht. Und wie gesagt, das hängt nicht davon ab, wie weit wir weg sind von zu Hause, sondern das hängt von unserer Einstellung, von unserer Haltung ab. Und wir können solche Abenteuer eben auch im Kleinen erleben. Und da sind wir dann bei einem Mikroabenteuer, ohne viel Aufwand, in unserer direkten Umgebung. Ich beschäftige mich mit dem Thema Outdoor-Abenteuer. Ja, das heißt, es geht bei mir immer darum, raus in die Natur, wirklich dort etwas zu erleben. Aber natürlich können wir ein Mikroabenteuer auch auf ganz andere Ebenen heben. Das ist aber dann nicht so mein Beritt. Ja, also es kann auch ein kleines Abenteuer sein, mal alleine ins Kino zu gehen. Überhaupt mal ins Kino zu gehen, ist ja gerade schon ein Abenteuer, weil das lange, lange nicht möglich war. Ne? Oder ja, viel besprochene Seitensprung kann ja auch ein Abenteuer sein, ein kleines Abenteuer, ein Mikroabenteuer. Aber das ist nicht das, worüber ich sprechen möchte, sondern wirklich um dieses Raus in die Natur, dieses Herausfordern in unserer direkten Umgebung und ja auch da mal schauen, zu was bin ich eigentlich fähig. Ja, das muss nicht immer nur höher, schneller, weiter sein. Natürlich ist das, was auf der Hand liegt, wirklich auch zu sagen, pass auf, ich mache vielleicht mal eine Fahrradtour, die über 100 Kilometer geht. Oder ich gucke mal, ob ich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang von A nach B kommen kann oder wieder nach Hause kommen kann, wie auch immer. Nein, es kann auch sein, dass wir auf der anderen Seite von der Komfortzone mal rauskommen. Und für viele ist ja das höher, schneller, weiter leider die Komfortzone, die wir auch in unserem Alltag immer bedienen. Und da kann es auch helfen, wirklich mal zu schauen, ja, nicht mich herauszufordern in einer körperlichen Leistung, sondern wirklich mal achtsam auch unterwegs zu sein. Vielleicht, gerade so wie ich jetzt hier sitze, auf einer Wiese mal mehrere Stunden zu verbringen, in einem Radius von, weiß ich nicht, 50 Metern und dann mal schauen, was ist da eigentlich alles, was ich entdecken kann. Um das Entdecken geht es ja auch beim Thema Abenteuer. Und mal ganz, ganz genau hingucken. Was dann meist auch passiert, ist, dass wir ein bisschen genauer hinhören in uns selbst, was uns ja im Alltag auch oft so ein bisschen abgeht, was wir nicht richtig hinkriegen. Und ja, ihr merkt schon, es steckt ganz, ganz viel drin in dieser Idee der kleinen Abenteuer. Und ich möchte euch ganz herzlich und ganz energisch aber auch dazu ermutigen, solche Abenteuer zu greifen. Die liegen überall herum. Es gibt tausend Möglichkeiten, die auszugestalten, wenn wir denn wollen, ja, wenn uns das wirklich wichtig ist. Und auch das ist ein Punkt, dass wir wirklich dann einfach machen, wenn wir glauben, dass uns das wichtig ist. Dass wir mal andere Sachen beiseite schieben und die hinten anstellen und mal so ein Abenteuer, ein kleines, vorziehen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, wünsche euch viele unvergessliche Momente und auch in den Momenten, in denen vielleicht der Spaß ein bisschen geringer ist, in denen es mal hart wird, denkt dran, das sind genau die Momente, in denen wir wachsen und auf die wir am Ende zurückblicken mit einem Lächeln im Gesicht und vor allen Dingen die, von denen wir auch erzählen. Habt eine gute Zeit.